aus Fichtach kommend in Richtung Schönau taucht sie linke Hand auf, die gläserne Scheune. Den imposanten Turm krönt ein bärtiger Männerkopf. Hier zusammen mit dem Erbauer und Künstler Rudolf Schmidt. Gleich im Eingangsbereich empfängt den Besucher ein bemalter Baum. Alle wichtigen Stationen im Leben des Künstlers wurden hier von seiner Tochter Barbara Töner illustriert. Am Sockel, sein Geburtsort. Sein beruflicher Werdegang. Die Heirat. Das Ersinnen der gläsernen Scheune. Der Aufbau des Kunstwerks. Schließlich verzweigt sich der Baum und endet in einer Tiffany-Leuchtkugel an der Spiegelmosaikdecke. An der Kasse sitzt heute die Ehefrau des Künstlers. Hier vorbei bewegen sich Besuchergruppen aus aller Welt, um die einmaligen Kunstwerke im Innern der Scheune bewundern zu können. Doch bevor auch wir dem Besucherstrom folgen, treffen wir uns mit Herrn Rudolf Schmidt persönlich. Der vielseitige Künstler hat uns in sein gemütliches Wohnzimmer und Atelier eingeladen. Ich komme aus ärmsten Verhältnissen. Wir waren 10 Kinder zu Hause. Lois und Flü hatten wir und die waren krank. Und als Kind hatte ich eigentlich schon immer irgendwie den Drang, aus dieser Armut rauszukommen. Ich kann mich erinnern, ich glaube, da waren dann schon die Amerikaner da. Da habe ich einmal zu meiner Mutter gesagt, Mama, du wirst sehen, und eines Tages komme ich mit einem ganz dicken Cadillac angefahren, mit vielen, vielen Dollars hinten dran hängen. Da waren dann viele, viele Jahre dazwischen, Schule, Lehrzeit. Ich habe in der Glasfachschule in Zwiesel Glasmalerei gelernt. Und dann meine Wanderjahre, ich war von 56 bis 68 in 17 verschiedenen Betrieben, vom Bauhilfsarbeiter bis zum technischen Zeichner. Überall hat man was dazugelernt, was ja auch mir jetzt sehr viel hilft beim Bau oder beim Weiterbau der Scheune. Alles, was Sie hier an An- und Umbauten sehen, wird im Familienverbund gemacht. Und ich habe diese Arbeiten auch überall schon auf dem Bau mit ausgeführt. Ob das jetzt Steine schleppen war oder Mauern oder Zimmern, Betonieren. Wenn man da mal was mitgekriegt hat, tut man sich auch sehr viel leichter. Ich lebte einmal in einer Zeit, wo ich dachte, also ich werde sowieso nicht alt und ich muss auf jeden Fall in meinem Leben noch irgendwas schaffen, wovon meine Frau existieren kann, damit sie, wenn ich mal nicht mehr bin, nicht in die Arbeit gehen braucht. Und das war eigentlich dann der Anstoß für die Scheune. Und das hat sich dann langsam konkretisiert. In der ersten Etage steht der Besucher zunächst vor einem riesigen, fast 4 Meter hohen Holztor. Rudolf Schmidt entführt mit seinen Schnitzereien zur Rauhnacht in die alte Mystik des Bayerischen Waldes. Die Seelen, die mit wilder Jagd mitgeistern, stellt er ausdrucksvoll als Augen dar. Angriffslustige Eulen und Hexen, die auf Strohbündeln reiten, soll es früher hier gegeben haben, und zwar nicht nur in der Rauhnacht. Rudolf Schmidt gibt dazu augenzwinkernd eine ganz natürliche Erklärung. Diese Eulen, heißt es, haben schon so manchen zu Tode getrampelt. Naja, wenn die Männer in ihrem Rausch nachts vom Wirtshaus heimwackelten, dann sind sie auch manchmal in irgendwelche Dornengestrüppe gestolpert. Und zu Hause haben sie dann erzählt, diese wilden Eulen haben sie angegriffen. Die habe ich dann teilweise auch auf Strohbündel gesetzt, weil es einmal heißt, diese wilde Jagd, das wären nur Strohbündel, die über den Himmel huschen. Wenn sich die kleine Pfortentür am großen Scheunentor öffnet, erstrahlt an der Giebelseite auf einer Fläche von 10 mal 7 Metern eine eindrucksvoll bemalte Glaswand.
ich begrüße Sie in der gläsernen Scheune. Diese Giebelwand hier ist der erste Teil meiner Idee, die ganze Scheune rundherum in Glas zu gestalten. Als Thema wählte ich den sagenumwobenen Mühlhirsel und versuchte, eine der vielen Geschichten, die es um ihn gibt, in Bildern auf Glas umzusetzen. Die bunte Partie erzählt seine Lebensgeschichte und der obere, in Bleistift auf Glas gezeichnete Teil zeigt Ausschnitte aus der sogenannten Mühlhirsel-Prophezeiung, nach meiner Vorstellung übersetzt und dargestellt. Im Hintergrund zeichnete ich einen Kuhstall. Aus der Kuhstallmauer lasse ich Bäume herauswachsen, die den Bayerischen Wald darstellen sollen, und ein Stück weiter oben sehen Sie dann noch weitere Prophezeiungen. Wagen werden einmal gebaut, die ohne Pferd und ohne Deichsel fahren. Ein eiserner Hund wird durch den Wald bellen. Auch den Zeppelin soll er vorausgesehen haben. Rechts oben zeichnete ich eine Kirchturmspitze, und wenn Sie genau hinschauen, können Sie kleine Bäumchen darauf erkennen. Eine Prophezeiung des Hirsel heißt: Wenn auf dem Zwieseler Kirchturm Bäume wachsen, wird große Not kommen. Die Menschen, die diese schlimme Zeit überstehen wollen, müssen eiserne Schädel abhauen. Man könnte annehmen, dass dabei Stahlhelme oder Gasmasken gemeint waren, wie sie in den letzten Kriegen benutzt wurden. Der Zuschauerraum lässt sich über einen Monitor vom Kassenraum aus überblicken. Wenn Besucher Platz nehmen, startet Frau Schmidt das Tonbandgerät, auf dem sie die Mühlhirsel-Legende erzählt. Ein leuchtendes Dreieck weist den Weg durch die Geschichte. Eines Tages wurden unweit des kleinen Glasmacherdorfes Rabenstein Stierhüter von einem Bären aufgeschreckt. Durch sein sonderbares Verhalten machte dieser Bär einen der Stierhüter auf ein Kind aufmerksam, das verlassen unter einem Baum saß. Der Hirt trug den Kleinen auf den Rücken in sein Dorf nach Rabenstein. Bei Aufräumungsarbeiten im Wald fand man einige Tage danach eine erhängte Frau. Es war die Mutter des Findelkindes. Die Tote beweinend sagte der Bub zu einem jungen Mann: Morgen wirst du hier liegen, auf dem gleichen Platz. Als man am nächsten Morgen die Leiche des jungen Mannes auf den Dorfplatz brachte, liefen die Leute aufgeregt zum Glashüttenherrn, der das Sagen im Ort hat. Gegen den Willen der Dörfler befahl der Hüttenherr dem Stierhüter, das Kind bei sich zu behalten. Der kleine Hirsel spielte oft in der Glashütte, und einmal sah er dort, wie sich Arbeiter und Goldtaler rauften. Dabei fiel einer der Taler unbemerkt ins bereitstehende Glasgemenge. Am nächsten Tag, nach der Glasschmelze, war wunderbares Rubinglas im Ofen. Nachdem ihm der Hirsel den ganzen Vorgang erzählt hatte, konnte er fortan dieses Glas schmelzen. Der Hirsel wuchs heran im Dorf und zog mit Glasfuhrleuten über Deckendorf hinaus zum Kloster Windberg, wo er als Stierhüter unterkam. Nachdem er einen Wilderer von einer Schussverletzung überraschend schnell gesund gepflegt hatte, wurde er als Wunderheiler verschrien. Immer mehr Menschen pilgerten zu ihm hinauf, um von ihren Gebrechen geheilt zu werden. Als Müllerbursche führte er ein munteres Leben und wurde fortan Mühlhirsel genannt. Schließlich zog er weiter und fand nach langen Wanderjahren im Alter wieder nach Rabenstein zurück. Er verdingte sich hier als Stierhüter und Aschenbrenner. Hin und wieder prophezeite er den Dorfleuten. Und am Ende sagte er: Noch als Toter werde ich ein Zeichen geben. Bald darauf entdeckte man ihn im Wald. Er war dort gestorben, wo man ihn schon als Kind gefunden hatte. Bei der Fahrt zum Friedhof löste sich ein Rad vom Wagen. Der Sargdeckel rutschte herunter und man konnte den toten Mühlhirsel noch einmal sehen. Ich arbeite seit 1974 auf Glas und bin auch in der Lage, diese Bleistiftzeichnungen mit dem Glas zu verschmelzen.
ich habe lange Zeit spekuliert, Mensch, wie könnte man das machen? Ich wollte ja meinen Bleistift, ich bin eigentlich mehr Zeichner als Maler und wollte den Bleistift auf dem Glas haben. Und eines Tages, oh, ich brauchte das Glas nur anzurauen und dann kann ich mit jedem trockenen Stift drauf zeichnen. Der Künstler erzählt bereitwillig von seinen vielseitigen Arbeitstechniken. Der interessierte Zuhörer kann mit ihm aber auch über Gott und die Welt und vieles andere mehr diskutieren und philosophieren. Ich gebe da manchmal, wenn man so im Gespräch ist, als Beispiel an, angenommen jetzt sitzen 500 Leute oder stehen 500 Leute in einer Kirche und der Pastor vorne oder der Pfarrer predigt von dem einen Gott. Ich bin überzeugt, dass jeder der Einzelnen, der dort drin in der Kirche ist, sein spezielles Bild von diesem einen Gott hat. Und so ist es mit dem Künstler auch. So ist es mit allem. So ist es mit allem. Als vielseitiger Künstler diskutiert Rudolf Schmidt gern und leidenschaftlich über den Kunstbegriff. Vor allem möchte er, dass sich seine Werke nicht nur Intellektuellen erschließen. Er spricht die Herzen an, das Gefühl und lässt Fantasien freien Raum. Mit seinen gemalten Erzählungen versteht er es perfekt, die lauschenden Betrachter in die Zeit des Mühlejärsels zu entführen. Es sind auch nicht die hochgeistigen Figuren, denen seine Kunstwerke Gesicht und Persönlichkeit verleihen, sondern es sind vielmehr die Randfiguren der Gesellschaft. Zum Beispiel der Räuber Heigl, der hier in der Viechtacher Gegend sein Unwesen trieb. Schmidt widmet ihm im Erdgeschoss eine 7x6 Meter große Glaswand. Die beeindruckenden Zeichnungen und Malereien fordern dazu auf, über Standesunterschiede Recht, Unrecht und Moral nachzudenken. Eine Etage höher empfängt den Besucher ein, im wahrsten Sinne des Wortes, fantastisches, über 9 Meter hohes, wandfüllendes Glasgemälde. Es hat wieder den legendenumwobenen Mühlhäusel zum Thema. Schmidt hat hier auffallend viel Mystik ins Bild gebracht. Auf Wunsch werden die interessierten Betrachter in die Symbolik der Darstellungen eingeweiht. Für dieses Kunstwerk gilt insbesondere, was natürlich für alle Kunstwerke der gläsernen Scheune zu empfehlen ist, man muss es selbst gesehen haben. Ein Besuch der gläsernen Scheune empfiehlt sich auch deshalb, weil bei unserem Rundgang nicht alle Kunstwerke und Ausstellungsstücke gebührend gezeigt und gewürdigt werden können. Die Scheune ist ein Highlight hier. Es ist was ganz was Besonderes. Ja, ich denke, man kann da auch ganz viel hineininterpretieren. Margarete Schmidt führt uns nun entlang an einer Galerie von 6 Bleistiftzeichnungen auf Glas. Schmidt behandelt auch hier ein Thema mit lokalem Bezug. Diese Arbeit entstand 1985 als Auftragsarbeit für die Firma Austen. Hier geht es also um einen Sudetendeutschen, der in Bodenmais mit Glas anfing und wie sich Bodenmais entwickelt hat. Und Nordböhmen war immer schon eine wichtige Glasgegend, wo immer schon Qualitätsglas erzeugt wurde. Die Hüttenherren waren natürlich reich, jeder hatte seine Villa, die ließen sich auch mehrspännig spazieren fahren, bis halt dann der dunkle Teil unserer Geschichte kommt und alles verändert sich. Mit Hitlers Übergriff auf Polen beginnt 1939 der Zweite Weltkrieg. Ja, 1946 wurde mit dem sogenannten Potsdamer Abkommen die Vertreibung der Sudetendeutschen besiegelt. Und der Franz Austen musste ebenfalls die Heimat verlassen und er ist eben nach Bodenmais geraten. Und in Bodenmais ging nach dem Krieg das Bergwerk langsam zu Ende, das ist der Silberberg,
weil sich der Abbau aber immer weniger lohnte, wurden halt die Arbeiter nach und nach entlassen. Das Bergwerk wurde 1962 dicht gemacht und hier hat sich auch mein Mann mit hereingestellt zu den arbeitslosen Bergleuten. Und ein junger Gemeindeschreiber ist auf die Idee gekommen, dass man mehr Werbung machen sollte mit dem Fremdenverkehr. Und die Gemeinde hat dann eben auch Spesen bereitgestellt und mit einem VW ist man nach Berlin gefahren zu einer Messe. Die ersten Berlin-Touristen kamen mit dem Bus und dann konnte man sich natürlich schon etwas Kleingeld verdienen als Kofferträger. Es ging also mit dem Fremdenverkehr bergauf und mit dem Glas, denn der Herr Austen, der ja in dem Waschhäuschen 1952 anfing, der hatte 10 Jahre später ein Haus gebaut und eine Werkstatt voller Glasschleifer beschäftigt. Und Glas gibt es auch noch in Bodenmais. Und aus einem kleinen Bergbaudorf ist eine Touristenhochburg geworden. Also mich hat Religion, diese einfachen Dinge, das Katechismus haben wir damals in der Schule gelernt, hat mich eigentlich sehr interessiert. Und vielleicht wäre ich auch ein Pfarrer geworden. Aber glücklicherweise hat er einen anderen Berufsweg gewählt und seine künstlerische Begabung an die Kinder Reinhard, Michael und Barbara weitergegeben. Alle drei wurden von ihm, dank seiner offiziellen und außerordentlichen Lehrbefugnis, zu erfolgreichen Glasmalern ausgebildet. Rudolf Schmidt ist besonders stolz auf Enkelsohn Alexander, der ihn des Öfteren mit eifrig glühenden Wangen beim Schnitzen über die Schulter schaut. Wenn Alexander dann selbst zum Schnitzwerkzeug greift, erscheint es wahrscheinlich, dass bald eine weitere Generation des Künstlers von sich reden machen wird.